Bundestagswahl 2021. Das Rentenwahlprogramm der Grünen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir haben in unserem Wahlkampf-Special Bundestagswahl 2021 angekündigt, dass wir Rentenwahlprogramme der unterschiedlichen Parteien, die aller Voraussicht nach am 26. September 2021 in den Bundestag gewählt werden, nach bestimmten Parametern geprüft haben und gecheckt haben, was denn die Parteien so vorhaben mit der gesetzlichen Rente. Und hier in dem Video geht es um die Frage, was die Grünen mit ihrem Wahlkampfprogramm für die Rente so vorhaben. Und das haben wir gecheckt. Und das Wahlkampfprogramm der Grünen hat die Überschrift Deutschland, alles ist drin. Und genau dieses Wahlkampfprogramm haben wir uns mal angeschaut. Folgende Parameter haben wir für die Prüfung des Wahlprogramms der Grünen angenommen. Und zwar geht es uns um die Frage, was sagen die Grünen zum Thema Bürgerversicherung? Was sagen die Grünen zum Thema Anhebung Regelaltersgrenze? Was sagen die Grünen zur Einführung einer Mindestrente? Was sagen die Grünen zur Abschaffung der Rente mit 63 und zur Verbesserung der Erwerbsminderungsrente? Gibt es irgendwelche Aussagen zur Betriebsrente und anderweitigen Absicherung und zum Thema Mütterrente 3? Ja, und dann steige ich einfach mal schon ein und fange mal mit dem Thema Rentenwahlprogramm der Grünen und Bürgerversicherung an. Die Partei der Grünen will schrittweise die Bürgerversicherung für die gesetzliche Rente als sogenannte Erwerbstätigenversicherung einführen. In der Erwerbstätigenversicherung sollen nach dem Willen der Grünen alle Gruppen der Gesellschaft einzahlen. Selbstständige, Minijobber, Langzeitarbeitslose, Beamte, Abgeordnete sollen in dieser Erwerbstätigenversicherung erfasst werden. Mit dieser Art der Erwerbstätigenversicherung wollen die Grünen erreichen, dass es eine armutsfeste Rente geben wird für die Zukunft. Was sagt das Rentenwahlprogramm der Grünen zur Anhebung der Regelaltersgrenze von 67 Jahren auf länger, also sprich länger arbeiten? Die Grünen lehnen grundsätzlich die Ablehnung der Regelaltersgrenze von 67 Jahren auf später ab. Es soll aber die Möglichkeit geben, früher in eine Teilrente zu gehen. Was genau damit die Grünen meinen, wissen wir noch nicht. Das werden wir dann sehen, sollten die Grünen wirklich in eine Regierungsverantwortung nach der Bundestagswahl kommen. Werden wir dann sehen, was damit gemeint ist. Was sagt das Rentenwahlprogramm der Grünen zur Einführung einer Mindestrente aus? Und da werden die Grünen schon mal ganz konkret. Die wollen eine Garantierente einführen. Und zwar soll die Garantierente oberhalb der Grundsicherungsgrenze liegen. Wie genau die Garantierente aussehen soll, ist aber laut dem Wahlprogramm offen. Grundsätzlich wollen die Grünen die eingeführte Grundrente, wie wir sie jetzt haben, reparieren und zu einer echten Garantierente umwandeln. Die Partei der Grünen wollen eine vom Arbeitgeber finanzierte Mindestbeitragsbemessungsgrundlage einführen, mit der Vollzeitbeschäftigte Geringverdiener bei langjähriger Beschäftigung im Alter eine auskömmliche Rente erhalten. Was sagen die Grünen zum Thema Mütterrente 3? Also die Angleichung der Rentenrechte für Eltern, die Kinder vor 1992 geboren und erzogen haben, mit denjenigen der Versicherten, die Kinder nach 1992 geboren und erzogen haben. Dazu gibt es im Regierungsprogramm der Grünen keine Hinweise. Wie sieht es denn bei den Grünen mit der Abschaffung mit der Rente mit 63 aus? Von der Abschaffung der Rente mit 63 ist im Wahlprogramm der Grünen nicht die Rede.
Was sagen die Grünen in ihrem Wahlprogramm zur Erwerbsminderungsrente? Auch hier treffen die Grünen keinerlei Aussagen, also weder Verbesserungen noch Änderungen noch Verschlechterungen. Ganz großes Thema bei den Grünen, das Thema betriebliche Altersversorgung. Und als allererstes geben uns die Grünen in ihrem Wahlprogramm bekannt, dass sie die Riester- und die Rürup-Rente abschaffen und durch einen obligatorischen, kapitalgedeckten Bürgerfonds ersetzen wollen. Und der Bürgerfonds soll die gesetzliche Rente als zweite Stufe oder als zweite Säule der Altersversorgung sinnvoll ergänzen. Die Riester-Rente ist nach Ansicht der Grünen ein völliger Fehlschlag. Es soll aber auf Wunsch des Einzelnen einen Bestandsschutz bei seiner Riester-Rente geben. Wenn er das nicht wählt, also wenn er diesen Bestandsschutz bei der Riester-Rente nicht wählt, würde praktisch das angesparte Kapital aus der Riester-Rente in den Bürgerfonds mit übergeführt werden. Der Bürgerfonds wird öffentlich und politisch unabhängig verwaltet. Um die Betriebsrente einfacher zu machen, soll für kleine Unternehmen die reine Beitragsgarantie eingeführt werden, um so die Unternehmen von einer eventuellen Haftung zu entlasten. Das Rentenwahlprogramm der Grünen ist im Vergleich zum Wahlprogramm der CDU/CSU auf jeden Fall zukunftsweisender. Aber es ist auch nicht der große Wurf. Es sind in verschiedenen Bereichen Verbesserungen geplant, wie zum Beispiel die Einführung einer umfassenden Bürgerversicherung und einer Fondslösung als weitere Säule der Altersversorgung. Ob sich die Grünen bei einer Regierungsbeteiligung damit, also mit ihrem Rentenwahlprogramm, dann wirklich durchsetzen können, bleibt noch völlig offen. Nutzen Sie zum Thema Bundestagswahl 2021 unsere Beiträge auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.